select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Pressekonferenz am 14. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Wir haben gesehen, die Partie 1. CFR Pforzheim gegen den FAU Ravensburg. Das einzige Tor des heutigen Tages erzielte Dominik Salz in der 16. Minute zum 1:0, was auch gleichzeitig der Endstand war. Ich begrüße auch beide Trainer hier bei mir, Steffen Wohlfahrt vom FAU Ravensburg und Gökhan Gökçen, unser Trainer, und darf auch gleich das Wort an beide Trainer weitergeben. Herr Wohlfahrt, nach 6 Spielen die erste Niederlage wieder bezogen. Ich denke mal, es war heute ein sehr, sehr intensiv geführtes Spiel. Und am Ende, zumindest sehe ich das so, ein glücklicher Sieg für uns, aber nicht ganz unverdient. Hallo zusammen. Gratulation an deine Mannschaft, willkommen zu dem Sieg heute. Es hat mit Fußball, glaube ich, nicht viel zu tun gehabt heute. Also es war kein, der Platz lässt nicht zu, dass man Fußball spielen kann hier. Das ist natürlich dann umso ärgerlicher, wenn man auf so einem schweren Platz dann einzeln im Rückstand gerät. Ich denke, heute das Spiel hat gar keinen Sieger verdient gehabt, weil es einfach, wir haben sich eigentlich bei jedem Zuschauer entschuldigen muss für den Kroppenkick, den wir da abgeliefert haben, beide Mannschaften. Es war viel Kampf, natürlich gab es auch die ein oder andere gute Aktion, aber alles in allem war das jetzt kein schönes Fußballspiel. Und ja, es gibt eigentlich sonst gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder alle Spieler bei mir an Bord habe, dass ich mich auch um solche Spiele kümmern kann und nicht erstmal die ganze Zeit mir Gedanken drum machen muss, mit welchen Elf ich überhaupt zum Spiel fahre und mich auch noch selber auf die Bank setzen muss, weil das ist eigentlich nicht mein Ziel. Aber ja, trotzdem nochmal Gratulation zum Sieg und die 3 Punkte tun euch sicher gut. Ja, vielen Dank, Steffen Wohlfahrt. Gökhan, wir haben gerade gehört, auf der anderen Seite Probleme mit Auswechselspielern. Ich glaube, wir haben noch nie so eine volle, stark besetzte Auswechselbank gab in diesem Spiel. Wie warst du zufrieden mit der Mannschaft? Ich war sehr zufrieden. Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Wir wissen, dass man auf unserem Platz nicht immer gut Fußball spielen kann. Wir haben in den ersten 20 Minuten versucht zu spielen, haben viele Ballverluste gehabt. Zum Glück sind wir da auch in Führung gegangen, 1-0 geführt. Und danach haben wir richtig in den Kampfmodus umgestellt. Wir wissen, dass die Ravensburger sehr stark in der Defensive, auch in der Offensive sind. Die können immer wieder gefährlich werden, auch mit ihren Standards. Wir haben vielleicht heute viel zu oft gefoult, haben viel zu viele Bälle verloren. Aber wie es der Steffen sagt, es ist schwer und wir wollen auch ein bisschen Fußball spielen und nicht einfach die Bälle vorhauen. Was wir nicht gut gemacht haben, war, dass wir unser Konter nicht perfekt ausgespielt haben. Vor allem in der zweiten Halbzeit, wir haben viel Platz gehabt, haben dann überhastet, immer wieder gespielt oder manchmal die Kontersituation, warum auch immer, abgebrochen. Da hätte man vielleicht bis 2:0 erzielen können. Wir haben den Vorteil gehabt, dass wir über 70 Minuten 1:0 geführt haben und den Platz vorne hatten und nicht gut genutzt haben. Aber was wir sehr gut gemacht haben, bei uns hat heute jeder Spieler bis zum Geht nicht mehr sich für jeden Ball, jeden Zweikampf eingesetzt. Und dadurch, dass wir 1-2 bessere Torchancen hatten, denke ich, dass wir verdient gewonnen haben und sind auch glücklich, dass man so eine starke Mannschaft, die 6-mal hintereinander nicht verloren hat, schlagen konnte. Ja, vielen Dank, Gökhan. Eine Frage von mir noch an der Stelle. Reshit Lustakho war ja krank unter der Woche, hat deswegen nicht von Anfang an gespielt, wurde dann nachher eingewechselt, aber vom Platz getragen. Weißt du, was mit ihm passiert ist? Der ist gerade an uns hinten vorbeigelaufen, wird zum Krankenhaus gebracht. Sein Schuh hat ein Loch, seine Socke hat ein Loch, sein Fuß hat beim Crashen bei der letzten Aktion hier. Was mit was hat, der ist jetzt ins Krankenhaus, hoffentlich kein Fußbruch oder so. Okay, vielen Dank. Heute waren die zwei Sechser wieder an Bord, Gucevic und Tardelli von Beginn an. Wie wichtig war das für euch? Der Tardelli ganz vorne, der Gucevic hinten. Man hatte von außen den Eindruck, das sichert das Ganze stark ab bei euch. Der Vorteil heute war, dass man gegen Ravensburg ein paar mehr Spieler hat, den Platz hat und die Kurve stärker war. Das hast du gewonnen. Ja. Der Stanley Ratifo, den hat man in der Aufstellung gar nicht gesehen. Ist der noch unterwegs irgendwo, oder? Ja, glaube ich.
Dann darf ich mich bei beiden Trainern bedanken, dass sie hier waren. Steffen Wohlfahrt, euch noch alles Gute für die weitere Saison. Guten Nachhauseweg heute. Ihnen auch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder am 17. November um 14 Uhr. Erwarten wir hier den SV Spielberg zum Derby. Dazwischen am 10.11. spielen wir in Villingen die nächste schwere Auswärtspartie. Für heute, wie gesagt, vielen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie später gut nach Hause. Vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.